Bella Hadid, was ist da passiert oder wie macht man so etwas? Wie macht man diese Cat Eyes und warum schauen die anders aus wie normale Augen? Mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, ich bin plastischer Chirurg und wir schauen uns heute Bella Hadid und das Thema Cat Eyes an. Ganz oben habt ihr das Foto, um das es sich heute dreht von ihr. Was ich aber machen möchte, mit euch zuerst eine Grafik anschauen, die wir erstellt haben, die den Transversalwinkel beschreibt. Und das geht bei den Cat Eyes, geht es um den Transversalwinkel. Stellt euch vor, wir haben quasi, können eine Gerade ziehen zwischen dem inneren Augenwinkel und dem äußeren Augenwinkel. Also dort, wo Ober- und Unterlid zusammenkommt, das ist der innere und der äußere Augenwinkel. Und stellt euch jetzt vor, dass wir hier eine Gerade durchziehen. Erstes Bild, tauchen wir rein. Die erste Patientin hat einen neutralen Winkel. Das heißt, die Gerade, die ich durchziehe, bleibt relativ gerade. Die nächste Patientin in der Mitte hat einen positiven Transversalwinkel. Ich mache das ein bisschen größer. Grafik wird leider nicht schärfer. Aber wir sehen, es ist schon so ein bisschen ein Bella Hadid-Thema. Das heißt, wenn ich eine horizontale zum Boden ziehe und dann eine Linie zwischen dem inneren und dem äußeren Winkel ziehe, ist der Winkel positiv. Das entsteht dann, wenn der äußere Lidwinkel weiter oben ist als der untere. Was es auch gibt, ist den negativen Winkel. Im letzten Beispiel, negativer Winkel, lässt die Patienten oft ein bisschen traurig ausschauen, müde ausschauen. Das passiert eben dann, wenn ich die horizontale Linie ziehe und eine horizontale setze und die Linie zwischen inneren und äußeren Winkel quasi nach unten geht, negativer Transversalwinkel. Und es gibt wirklich Patienten, die haben einen negativen Transversalwinkel und bei denen würde es vielleicht Sinn machen oder da würde ich es mir einreden lassen, dass es Sinn macht, quasi diesen Transversalwinkel zu versetzen. Und jetzt ist aber die Frage, wie kann man das machen? Und ich weiß nicht, ob ihr das Video von unserem thailändischen Botched Facelift gesehen habt. Man kann als erstes quasi Haut oben wegschneiden und fest dran ziehen. Der zweite Punkt ist, dass ich einen Fadenlift machen kann. Das heißt, ich könnte mit so Fäden, mit Widerhäkchen reingehen und da wiederum an der Haut ziehen und das ganze Gewebe nach oben ziehen. Haut oder Bindegewebe. Ich kann da trotzdem in diese Verschiebeschicht reingehen, aber mit einem Fadenlift. Hält nicht lang. Und der dritte Punkt, den man macht bei Patienten, die wirklich einen ganz negativen Transversalwinkel haben, ist, dass man dieses Bändchen, wo das Unterlid und das Oberlid zusammenkommen, löst und wirklich am Knochen weiter nach oben versetzt. Und damit habe ich eine dauerhafte Veränderung des Lidwinkels. Und nun muss man aufpassen, dass man da nicht übertreibt. Schauen wir uns aber jetzt quasi ihr Bild im Detail an und versuchen wir quasi diesen Transversalwinkel auch einzuzeichnen. Linie ziehen, eine horizontale wir werden uns dazu Linie das Lineal ziehen. Holen und werden quasi eine Boden Linie ziehen, eine horizontale dann Linie quasi zum sehen, dass sie eigentlich, und das seht ihr quasi im Bild schon, dass sie Boden eigentlich schon früher eine ganz und dann werden wir quasi sehen, dass sie eigentlich, und das seht ihr quasi im Bild schon, dass sie eigentlich schon früher einen ganz leicht positiven Transversalwinkel hatte. Also sie war eigentlich eh schon zum minimal positiv, aber seht ihr mal dann an, wenn wir es auf diesem Bild anzeigen, wie brutal das geändert wurde. Also wir haben hier wieder die horizontale. Und wenn wir jetzt quasi eine Linie zeichnen, vom inneren zum äußeren Winkel, wie es heute ausschaut, dann sehen wir quasi, dass dieser Winkel relativ weit nach oben geht, und zwar 10 Grad. Also dieser Winkel hier sind 10 Grad und das erzeugt eben diese massiven Cat Eyes. Das Ganze ist auch quasi Fuchs und Schaf, sagt man auch. Quasi der Fuchs hat quasi diese aufmerksamen Augen, der Fuchs hat auch seinen positiven Transversalwinkel und das Schaf, quasi über dem gehen die Augen so nach unten. Deswegen nennt man das ja auch Foxy Eyes oder Katzenaugen, also die ganzen Raubkatzen haben das ganz extrem. Bei ihr nehme ich mit großer Wahrscheinlichkeit an, dass das operativ verändert wurde. Man sieht ja im Prinzip auch, dass die Augenbraue oder das, was von ihrer Augenbraue noch da ist, auch so nach oben geht. Ich bin ja der Meinung, dass ihre Augenbraue trotzdem noch irgendwie hier unten ist und dass das mit Microblading, man sieht auch das in den Unterschied, dass das außen eigentlich nur, da ist es nur noch gemalt, die Augenbraue noch zusätzlich so nach oben gebracht worden. Also es ist mit Schminke gefegt worden, die Schminke ist auch quasi, auch ihr Make-up ist jetzt quasi geht in die Richtung, aber es ist sicherlich auch operativ eingegangen worden. Die Frage, die wir uns halt stellen müssen, war das wirklich notwendig? Schaut es jetzt wirklich besser aus? Eine Sache noch, wenn ihr keine OP machen wollt, hoffentlich übrigens, kein Fadenlift,
Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, das ist nämlich auch auf Ihrem Foto, indem er einen Zopf ganz streng nach hinten bindet und damit quasi auch, wenn er die Haare nach hinten bindet, einen leichten Foxy-Eye-Look bekommt. Ich finde es übertrieben. Wir machen diese OP nicht. Bitte keine Anfragen senden. Ich finde es auch falsch. Ich habe auch einen Blogbeitrag geschrieben, den wir vielleicht verlinken können zu diesem Thema, weil ich ganz und gar nicht davon überzeugt bin. Bei Patienten, die wirklich einen negativen Transversalwinkel haben, von mir aus ja, aber nicht quasi nur um einen Beauty-Trend zu folgen, das ist definitiv falsch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In diesem Sinne einen schönen Tag. Kommentare nicht vergessen und wir sehen uns sicherlich bei einem der anderen Videos demnächst. Ciao und Baba.